Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat für 2019 seinen Index der gesündesten Länder veröffentlicht. Gegenüber 2017 gab es einige Veränderungen. Deutschland zum Beispiel rutschte von Platz 16 auf den 23. Rang. Das Medienunternehmen bewertete 169 Volkswirtschaften nach Faktoren, die zur allgemeinen Gesundheit beitragen. Der Index stuft Länder auf der Grundlage von Variablen einschließlich der Lebenserwartung ein und verhängt zudem auch Strafpunkte für Risiken wie Tabakkonsum oder Fettleibigkeit. Dabei werden auch Umweltfaktoren wie der Zugang zu sauberem Wasser und zu sanitären Einrichtungen berücksichtigt. Wir haben für euch mal die Top 10 der gesündesten Länder aufgelistet. In diesem Sinne geht's jetzt los. Nummer 10. Israel. Israel ist im Vergleich zu 2017 von Platz 9 auf die 10 abgerutscht. Ganze 3,9 Punkte hat Israel eingebüßt und bildet nun mit 88,2 Punkten das Schlusslicht unserer Liste. Nummer 9. Norwegen. 2017 nicht in den Top 10, 2019 der Aufstieg. Norwegen punktet ordentlich mit ganzen 89,1 Punkten. Ein gutes Plus, wenn man bedenkt, dass die Norweger sich 2017 noch mit Platz 11 vergnügen mussten. Nummer 8. Singapur. Man kann sagen, dass es Singapur in den letzten zwei Jahren nicht besonders gut ging. Um ganze 4 Plätze ist es im Ranking abgestiegen. Zwar immer noch in den Top 10, aber mit 0,2 Punkten nur ein knapper Vorsprung vor Norwegen. Nummer 7. Australien. Australien ging es 2017 auch besser. Von der 5 auf die 7 rutschte das gute Down Under im Ranking ab. 93,7 Punkte hat es im Health Score erreicht. Zieht man jetzt die Strafpunkte ab, erhält Australien eine Gesamtwertung von 89,8 Punkten. Gar nicht übel. Nummer 6. Schweden. Unser sechster Platz geht wieder nach Skandinavien, genauer gesagt nach Schweden. Unsere Freunde im Norden knacken die 90-Punkte-Wertung. Mit 90,2 Punkten kletterte Schweden von der 8 auf die 6. Da kann man nicht meckern. Nummer 5. Die Schweiz. Endlich in den Top 5 angelangt, haben wir auch hier auf der 5 die Schweiz. Die Schweiz musste dieses Mal aber zurückstecken. Mit einem Verlust von 2 Plätzen geht es mit 90,9 Punkten runter vom Podest, aber rein in die Top 5. Nummer 4. Japan. Das Land mit der höchsten Lebenserwartung von teilweise über 110 Jahren schießt sich von der 7 auf die 4. Ganze 3 Plätze gewinnt Japan im Index und ich finde, eine Gesamtwertung von 91,4 Punkten kann sich sehen lassen. Nummer 3. Island. Auch hier wieder knapp, aber doch besser. Mit 91,4 Punkten sichert sich Island den letzten Platz auf dem Podest. 2017 noch Zweiter, heute Dritter, aber das muss nichts heißen. Nummer 2. Italien. Der Zweitplatzierte, unser europäischer Stiefel, Bella Italia. 91,6 Punkte hat Italien erreicht, muss aber trotzdem seinen ersten Platz von 2017 abgeben. Ich würde ja sagen, dass es dieses Mal knapp war, aber das wäre gelogen. Zu guter Letzt, die Nummer 1, Spanien. Dieser kometenhafte Aufstieg von Platz 6 auf Platz 1 ist schon eine reife Leistung. Ganze 92,6 Punkte erreicht Spanien und zieht somit an Schweden, der Schweiz, Japan, Island und Italien vorbei und klettert oben aufs Siegertreppchen. Bloomberg beruft sich auf Daten der Vereinten Nationen, die zeigen, dass Spanien die höchste Geburtenüberlebensrate in der EU hat. Nur Japan und die Schweiz liegen direkt dahinter. Prognosen zufolge haben Spanier bis 2040 mit fast 86 Jahren zudem die höchste Lebenserwartung, gefolgt von Japan, Singapur und der Schweiz. Das ging aus Daten des Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington hervor. Laut dem Bericht war in Spanien in den letzten 10 Jahren ein Rückgang der kardiovaskulären Erkrankungen und der Todesfälle durch Krebs zu verzeichnen. Hinweise auf das Gesundheitsniveau in Spanien und Italien könnten die Essgewohnheiten geben, da laut einer Studie der Universität von Navarra eine mediterrane Diät, die mit nativem Olivenöl oder Nüssen ergänzt wird, eine geringere Rate kardiovaskulärer Vorkommnisse aufweist als eine fettarme Diät. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.